Ich bin Max Riesing, 19 Jahre alt und mache hier seit Sommer eine Ausbildung zum Fachinformatiker mit Schwerpunkt Anwendungsentwicklung. Ich habe mein Abitur gemacht, war dann erst auf einem normalen Gymnasium, habe da Info als Differenzierungskurs 2 Jahre gemacht, habe so zur Informatik gefunden. Anschließend dachte ich mir, wollte ich auf jeden Fall Info als Schwerpunkt im Abitur machen. Bin dann auf ein Berufskolleg gewechselt und habe dann da mein Abitur mit Mathe und Info gemacht als Schwerpunkt. Habe da dann ein Schülerpraktika gemacht für 2 Wochen hier bei der GWS in der Technikabteilung. Und ja, so habe ich zu GWS gefunden, war ein super erster Eindruck, war auch 2-mal im Außendienst, hat mir echt Spaß gemacht. Und dann habe ich mich hier beworben. Ja, die vielen verschiedenen Aufgaben und Problemstellungen, die hier auf einen zukommen. Ja, man hat jeden Tag irgendwas anderes zu tun und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Und man geht halt jeden Tag mit einem neuen Erfolgserlebnis nach Hause, weil man immer sieht, was man geschafft hat und was noch einem vor einem steht. Ja, das ist, wenn man manchmal schwierige Aufgabe hat und dann dementsprechend lange dran sitzt, das ist nicht ganz so toll, aber ja, aufgrund der Größe des Hauses kann man immer gut viele Ansprechpartner finden, die einem helfen können. Und dementsprechend ist das Erfolgserlebnis auch größer, wenn man es dann endlich geschafft hat. Ja, zuallererst würde ich sagen, dass man technisches Interesse hat, da das Verständnis der Materie auch sehr komplex ist und man sich da vor allem reindenken muss. Und ansonsten hat mir sehr das Praktikum gefallen, da ich ja die 2 Wochen super reinschnuppern konnte in die Materie und dementsprechend da beschlossen habe, das möchte ich mein Leben lang machen.